Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz nach dem Heimspiel zwischen dem HC Erlangen und den Eulen Ludwigshafen. Zur Halbzeit stand es 8:12. Das Endergebnis lautet 19:24. Auf dem Podium begrüße ich herzlich den Gästetrainer Benjamin Matschke und unseren Cheftrainer Michael Haas. Wie immer geht auch heute das erste Wort an die Gäste. Ben, wie hast du das Spiel heute gesehen? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Paraden Ziemer hat, aber ich glaube, wir hatten ein klares Torhüter-Plus, was selten vorkam jetzt in dieser Saison. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir überhaupt mal über 13, 14 Paraden hatten. Und dann mit 17 Paraden ist natürlich schon ein Grundstein für ein enges Spiel im Normalfall. Ich denke, wir haben es geschafft, über 5-1, 6-0 immer wieder Rhythmuswechsel zu schaffen, immer wieder Erlangen vor neue Aufgaben zu stellen. Wir wussten, dass da natürlich ganz viel Spiele in den Knochen sind bei der Mannschaft von Erlangen, jetzt auch mit Nationalmannschaft, der ein oder andere angeschlagene Spieler. Wir jetzt die letzten 10 Tage natürlich super trainieren konnten, die uns wirklich auf den Punkt jetzt auf dieses Spiel vorbereiten konnten. Deshalb glaube ich schon, dass wir da von der Frische her und vielleicht auch von der mentalen Frische sicherlich einen Vorteil hatten. Trotzdem freut man sich natürlich, wenn man so eine Mannschaft mit der Qualität bei unter 20 hält. Ich wünsche der HC Erlangen, ich habe es eben Michael im Aufzug gesagt, der eine fantastische Struktur hier in diese Mannschaft bekommen hat, in dieses System und der den Gegner immer wieder, also das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt gewonnen habe oder verloren, sondern weil ich einfach jetzt die letzten 4 Jahre Erlangen öfters vorbereitet habe, weil es immer wichtige Spiele waren und der einfach unglaublich Gegner fordert und es schon sehr gut aussieht hier und ich wünsche ihm einfach, dass die Qualität, die er hat im Kader, dass die zurückkommt, dass die gesund bleiben oder gesund werden und dass da noch ein bisschen was geht in der Tabelle und ja, dank euch. Dankeschön. Hassan, was war deiner Meinung nach heute ausschlaggebend für die Niederlage? Ja, Abend zusammen. Ich glaube, das können wir aus unserer Sicht ganz, ganz kurz machen. Wir werfen 19 Tore. Das ist bei uns schon vorgekommen diese Saison und das reicht dann einfach nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich genug Qualität im Kader, um mehr als 19 Tore zu machen. Ich glaube aber, dass uns die Eulen heute, Entschuldigung, erstmal Glückwunsch, das war natürlich erstmal ein verdienter Sieg. Ja, das ist auch das Thema. Die Eulen haben uns von Anfang an vor Probleme gestellt. Wir hatten gleich im ersten Angriff zwar ein Tor, aber aus dem Zeitspiel. Wir sind von Anfang an nicht nah ans Tor gekommen, konnten unsere Rückraumschützen nicht einbinden, hatten auch im Zweikampf Probleme. So, und haben uns von Anfang an schwer getan. Ja, Eulen waren sehr aggressiv. Man hat einfach gesehen, sie haben ums Überleben gekämpft. Und ja, da fehlte uns einfach ein bisschen was. Wir hatten in den letzten zwei Highlight-Spiele mit Magdeburg und Kiel, wo wir gegen Magdeburg über das ganze Spiel gegen Kiel phasenweise sehr gut aufgesetzt ausgesehen haben. Und heute war halt tägliche Arbeit Bundesliga. Und diesen Switch haben wir nicht geschafft. Wir waren da etwas mutlos, haben zu wenig Zug Richtung Tor gehabt. Ja, laufen also dann das ganze Spiel im Rückstand hinterher. Und diese Verunsicherung hat sich dann durchs ganze Spiel gezogen. Ja, ich hätte mir da eigentlich von Anfang an ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht. Letztendlich tut uns das sehr weh, weil es wieder ein Punktverlust oder ein doppelter Punktverlust gegen ein Team ist, von dem Mann und von dem auch wir uns, wo wir uns eigentlich einen Sieg erwarten. Und da waren wir heute einfach für meinen Geschmack viel zu weit weg. Dankeschön. Dann ist jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Das Mikrofon liegt da vorne, also könnt es euch einfach nehmen. Frage an Ben Matschke, du hast es angesprochen, die Paraden von Tomowski 17 oder 18. Ich glaube, so ein gutes Spiel hat er noch nie gemacht bei uns, oder? Ja, ich habe es auch gerade zu Michael gesagt, unter der Woche, er kam von der Nationalmannschaft mit wahnsinnig viel Esprit und Lust und auch jetzt die letzte Phase. Er auch jetzt ein Spieler ist, der dankbar den Eulen gegenüber ist und sich einfach im besten Licht verabschieden will. Und wir haben ihm damals die Chance gegeben, als junger Keeper Bundesliga-Luft zu schnuppern. Jetzt geht er nach Vardar Skopje. Also das hat ja schon einen Hintergrund mit der Entwicklung und kam jetzt von der Nationalmannschaft wirklich auf den Punkt, sodass ich mit Skov im Bus vorhin entschieden habe. Eigentlich wollte ich Skov anfangen lassen.
der ja auch eine Erlanger Vergangenheit hat. Also das wäre jetzt schon, also der hatte schon Puls, Skoff, also der wollte das Spiel schon spielen, aber jetzt die letzten 3 Tage war es für uns so, dass wir sagen, wir nutzen das jetzt aus, dass da ein junger Mann ist, der einfach jetzt die letzten 7 Wochen genießen möchte. Ja, eine Frage an Ben Matschke. Ben, kannst du vielleicht kurz erzählen, was mit Mappes ist, weil er nicht dabei war? Das kann ich noch nicht. Hat mich gestern angerufen, dass er ein bisschen Flüssigkeit im Knie hat. Also es war jetzt keine, nicht abzusehen. Er hat komplett Vorbereitung gemacht, Vorbereitung auf die Spiele. Auch ihn wollte ich heute eigentlich hier von Anfang an bringen. Ich war überrascht gestern, als er mich angerufen hat, aber es war jetzt so, dass es nicht ging. Aufgrund der Dichte jetzt am Donnerstag BHC und Sonntag Nordhorn war jetzt einfach dann auch die Entscheidung von mir, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt hier an der Stelle kein Risiko ein. Das Thema Verletztenliste wurde schon auch angedeutet oder angesprochen. Wie sehr hat sich das heute bemerkbar gemacht oder sagt der Trainer, das hätte heute auch deutlich anders laufen müssen, trotz der vielen Ausfälle? So eine Verletzten-Situation kann man nicht ausblenden. Natürlich tut das weh und natürlich spielen wir seit 5 Spielen mit einem 20-jährigen Linkshänder, der das aber auf der Position überragend macht. Und auch jetzt mussten wir wieder die Deckung umstellen, Ausfall Peter Overby. So, aber ich sage, deckungstechnisch haben wir das eigentlich ganz gut gelöst noch heute. Mit diesem Problem schlagen sich alle Mannschaften drum und wir sehen jede Woche irgendeine Mannschaft, die in einer echt beschissenen Situation ist und dann trotzdem über sich hinaus wächst, wie das wir das auch gegen Magdeburg hatten. Deswegen gilt sowas für mich nicht. Ich glaube, dass wir mit dem Ensemble, was wir heute auf die Platte gestellt haben, ein deutlich besseres Spiel machen können und müssen als heute. Gibt es noch weitere Fragen von Seiten der Presse? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich und wünsche den Ollen natürlich noch einen guten Nachhauseweg. Schönen Sonntag noch.